Material vom Set von White House Down, dem neuesten Film von Roland Emmerich. Also nach Shakespeare lässt das doch wieder knallen, wie der Titel schon sagt. Falk ist einer der Schauspieler, die da mitgespielt haben. Das ist also frisch von Roland Emmerich und davor von Tom Cruise, Mr. Falk Hatchell. Und da unser Daria Falk Hatchell hier hingeholt hat, ich muss gestehen, ich kannte ihn vorher auch nicht. Fand aber die Lebensgeschichte von ihm so spannend, wo eben auch wieder man sagen kann, als Überschrift, everything is possible, ne? Kann auch euch eben mich erzählen, deswegen habe ich dann gesagt, laden wir auf jeden Fall ein. Und aus dem Grunde, weil Daria ihn, wie gesagt, hierher geholt hat, darf Daria auch die ersten 2 oder 3 Fragen stellen. Ganz kurz, ist das für alle okay, wenn ich ab und zu hin und her switche, Englisch, Deutsch, das rutscht mir manchmal so raus. Ja, okay. Danke. Ja, dann erstmal, wie ich überhaupt auf Falk gekommen bin. Ich hatte ihn bei TV Total gesehen und weil er da seinen neuen Film promotet hatte, Street Dance 2. Und da hat er auch ein bisschen was von seiner Geschichte erzählt und das fand ich sehr interessant, weil er ein bestes Beispiel dafür ist, wie man mit seinen Alleinstellungsmerkmalen halt auch weiterkommt. Also mit jedes Talent, was man hat, nutzt, um weiterzukommen. Genau, und dann würde ich gerade da anschließen. Vielleicht kannst du ja erstmal erzählen, wie du quasi ins Business gestartet hast. Viele Umwege. Es fing an mit 9, wusste ich, dass ich wollte gerne Schauspielern. Hab dann angefangen mit der Kamera der Eltern, irgendwann bin ich immer in den Wald gerannt und hab dann ganz komische Filme abgedreht und dann irgendwann sollte es ernst werden, wollte zur Schauspielschule gehen, mit 12, 13, 14 fing das an, hab dann nichts gefunden, gerade für Kinder, war sehr, sehr schwer. Und dann war ich am Verzweifeln und die Mama hat dann gesagt, guck dir mal Patrick Swayze an zum Beispiel oder John Travolta, Fred Astaire, Gene Kelly, die haben alle getanzt, vielleicht findest du dadurch irgendwie einen Weg in die Industrie rein. Und dann musste ich mir Dirty Dancing angucken. hat mir auch gefallen, muss ich sagen. Ist noch einer meiner Lieblingstanzfilme. Und habe dann mit Tanzen angefangen. Dann habe ich erstmal. Zu spät? Ja, mit 14. Mit 14 war ich in der Tanzschule, also ganz klassisch lateinamerikanisch und Standard. Und dann kam irgendwann Hip-Hop dazu und dann irgendwann habe ich nicht wirklich Ausbildung, ich habe 3 Jahre lang im Tanzhaus NRW und bei Privatlehrern und so Unterricht genommen. Und das wurde dann eine Karriere und hat mich dann nach London gebracht. Und da waren schon ein paar kleine Workshops mit Schauspielern möglich. Also ich habe dort ein paar Sommerprogramme und so gemacht. Und dann ging es mit 21, glaube ich, nach L.A. Und da war dann also Schauspielunterricht nicht mehr so schwer zu finden. Da schlägt man einmal die Backstage West oder irgendeine Zeitung auf und dann hat man direkt mal 500 Schulen. ja, und seitdem, also ich bin heute noch bei demselben Lehrer in Amerika, habe dann also 3 Jahre lang erstmal nur Unterricht genommen. Bei wem? Es hat angefangen bei der David Kagan Film School und mein Mentor und auch heute noch guter Freund und Coach ist Brad Greenquist, der ist immer noch Schauspieler, hat auch Schwerpunkt also auf Film und TV und sehr viel Meisner Technik und ja, und ich habe auch zwischendurch, also ich habe alle mal probiert, von Margie Haber bis hin zu, wer war noch dabei? I'm drawing a blank here. Aber ich habe also alles Mögliche ausprobiert, aber ich bin dann immer wieder zurückgekommen zu Brad. Und bei ihm bin ich auch immer noch, nicht mehr so oft, nur noch einmal die Woche, wenn ich Zeit habe. Ja, und dann irgendwann ging es dann langsam los. Sehr langsam. Ja. Ja, vielleicht habt ihr erst Fragen, weil ich meine anderen Fragen würde ich gerne am Ende eher stellen. Also die passen jetzt nicht so an Anfang. Ja, ich habe Zeitung-Interview gelesen und da hast du auch gesagt, dass es am Anfang sehr schwer war. Du hattest nicht mal eine Arbeitserlaubnis. Vielleicht kannst du darüber ein bisschen was sagen. Wie hast du gesagt, es fing langsam an. Also ja, das fing erstmal an. Ich bin so ein Typ, der eher ziemlich naiv an die Sache rangeht. Also ich mache mir am Anfang nie so die Sorgen. Ich denke mir so, ja, das wird cool an, das versuche ich. Und dann so bin ich dann nach L.A. gekommen mit 2 Koffern gepackt und habe mir gedacht, das klappt schon irgendwie. Und dann kommt man an in L.A. Wer war schon mal in L.A.? Okay, ist eine ziemlich große Stadt und ich hatte also zum Beispiel keinen Plan, dass man ein Auto braucht. Ich stand dann am Flughafen und habe mir gedacht,
Okay, Bus ist keine Frage hier, da muss ich ein Auto organisieren. Keine Arbeitserlaubnis und ich hatte also einen Freund von einem Freund von einem Freund, bei dem ich, bei der ich bleiben durfte. Ja, und dann ist einfach keiner da, der einem irgendwie sagt, geh dahin, geh dorthin. Man muss sich echt alles zusammensuchen. Und das waren erstmal 3 Monate eingeschlossen im Zimmer mit DVDs, weil ich gedacht habe, oh, das kriegst du nie hin. Ja, und dann sucht man sich das echt so Schritt für Schritt zusammen. Also wie gesagt, Schauspielunterricht war so der erste Anhaltspunkt. Dann dort trifft man ein paar Leute, die einem sagen, versuch das, versuch jenes. Und dann sucht man nach Agenten. Ich weiß nicht, ob es hier auch so ist, aber es ist also eine Höllenaufgabe in L.A., weil man braucht Credits, um einen Agenten zu haben. Man braucht einen Agenten, um Credits zu kriegen. Ja, und dann habe ich irgendwann angefangen, selber Filme zu produzieren und auch dann dort die Hauptrolle zu übernehmen und zu schreiben. Und dadurch habe ich mir dann durch meine eigenen Kurzfilme ein Demoband zusammengeschnitten. Und das hat dann irgendwann mir ein Manager verursacht. Sorry. Hat mir ein Manager organisiert. Und dann ging das so langsam los mit Auditions und sowas. Aber auch sehr viele Nines. Also, aber du hast dann alles wirklich dann selber gemacht? Also selber die Filme dann gemacht und ja, ich hab selber den Einstieg gemacht? Ja, ich habe Glück gehabt, ich habe ein Skript geschrieben und über Craigslist, das ist so eine Website in L.A., die heißt Craigslist, da kann man von vom Kühlschrank bis zum Zimmer bis hin zu daten. Man kann dort aber auch Regisseure finden und sagen, hey, I'm looking for a director who wants to shoot a short film. Habe ich meinen heutigen Produktionspartner getroffen, Jesse Gertsch. Wir schreiben alles zusammen und wir haben dann angefangen, Kurzfilme zu produzieren. Und habe dann auch mein eigenes Geld rein investiert. Da haben auch alle gesagt, du bist verrückt, mach sowas nie. Niemals eigene Geld benutzen. Aber mir war es dann entweder das, wo ich gehe nach Hause. Weil ich habe alles andere schon probiert und das hat alles nicht funktioniert. Und der Hauptpunkt für mich war auch, ich wollte einfach Schauspielern. Ich wollte mal einen richtigen Film sein, der also auch so aussieht wie auf der Kinowand. Und dann hätte ich auch sagen können, okay, jetzt habe ich das gemacht, jetzt kann ich auch aufgeben. Aber ich wollte unbedingt wenigstens einmal einen Film machen. Dann habe ich gesagt, ja, mache ich den selber. Ja, und das hat dann zu einem nach dem anderen irgendwie one thing led to another and it worked out. Ja. Wie hast du das mit der Arbeitserlaubnis denn gemacht? Und wie bist du überhaupt so lange in München geblieben? Also ich bin erst mal 2-3 Jahre bin ich hin und her geflogen. Ja. Auf dem Touristenvisum. Also immer 3 Monate drüben drei und dann Monate wieder zurück. Ne? Dann ja. Habe ich nach 3 Jahren erfahren, dass es ein, falls jemand das machen will, ein B1-Visum gibt. Das heißt, man kann 6 Monate bleiben. Sagt einem auch keiner, habe ich gesagt, danke, dass ihr mir es jetzt sagt. dann habe ich irgendwann angefangen durch das Tanzen. Ich hatte halt in London und Deutschland schon eine Karriere, das heißt, ich hatte einen Lebenslauf und Videos und Verträge und sowas. Habe ich durch das Tanzen dann ein O1-Visum bekommen. Das ist ein Künstlervisum, das heißt, du musst mehr oder weniger beweisen, dass du in dem, was du machst, zu den Besten gehörst und auch jemanden hast in Amerika, der dir beisteht, eine Agentur, Produzent, wie auch immer, viele Briefe sammeln. Und dann habe ich mir einen Anwalt genommen und das beantragt. Die erste Beantragung war dann super, ich habe für 3 Jahre beantragt, viel Geld bezahlt und dann hat der Staat erstmal gesagt, okay, ja, du kriegst ein Visum für 3 Monate. Und dann haben die gesagt, aber kein Problem, du musst halt nur in 3 Monaten irgendwie einen riesen Job kriegen und dann können wir das verlängern. dann habe ich direkt danach eine Green Card beantragt, weil wenn du einmal das O1-Visum hast, kann man beantragen, sonst kann man gar nicht beantragen. Wurde abgelehnt, hat mir aber ein Jahr gegeben. Die haben ein Jahr, wo du dort bleiben darfst, auch arbeiten darfst, bis die dir die Entscheidung geben. Und in dem Jahr konnte ich viele Kontakte knüpfen, ich durfte auch endlich arbeiten. Wurde abgelehnt, musste 3 Monate nach Deutschland. Dann habe ich nochmal nur 1 Visum gekriegt für 3 Jahre. Und dann hat es dann langsam geklappt. Dann habe ich genügend Kontakte gehabt. Und hast du jetzt eine Green Card? Ich habe eine Green Card. Ich bin bald Staatsbürger. Und den Ausweis werde ich festhalten. Eingeladen lassen, ja. Ja. Wie war das eigentlich? Oder jetzt wahrscheinlich weniger die Frage, aber mit dem Typ. Du kommst ja aus Deutschland und dann bist dort und dann wollen die dich wahrscheinlich als den bösen Deutschen besetzen. Aber dadurch, dass du natürlich Kurzfilme gemacht hast, hast du irgendwo bewiesen, dass du spielen kannst oder spielen möchtest, auch anders. Mhm. Aber trotzdem, Typfrage, ist die immer wieder aufgetaucht? Ja, das ist ein großes Thema an Staaten. Also meine erste Rolle war der Nazi.
Und dann, ich habe sehr viel dran gelegt, ich wollte also nicht, was mir klar war, ich wollte nicht den Bösen spielen oder den bösen Deutschen. Da habe ich also wirklich keine Lust drauf. Ich habe dann irgendwann angefangen, Akzentcoaching zu nehmen. Und dort hat mir die Lehrerin gesagt, das kriegst du hin, aber du solltest aufhören, deine Muttersprache zu sprechen, für mindestens 2-3 Jahre. Und dann habe ich irgendwann gedacht, jetzt hast du sowieso schon so viel aufgegeben. Habe ich irgendwann meine Eltern angerufen und gesagt, sorry, but you can speak German to me, but from now on I'm gonna have to speak English. And a lot of people thought it was weird. I had a lot of friends that were like, now he's lost it. And I came here and I spoke English to them and I spoke English in the grocery store and people thought you were crazy, you know, like Stalin or whatever. But the truth is, there's a couple of things that you can do. You can either do what Arnold Schwarzenegger did. Stand by, just say, excuse my language, but you can say, fuck you, I'm gonna be who I am. And that's interesting, and it's gonna work. And you'll have somebody that will believe that. Christoph Waltz does it. Or you can do, what I did is I wanted to be American anyway. Like, I love my American actors, I really do love America. There's a lot of things I miss about Europe, but I do love it. And to be honest with you, a lot of the mannerisms, the way we talk as Germans is different. Mm-hmm. It's not only the accent, it's, you know, Americans are more relaxed and they're more like la 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 and they use their hands and their faces, and that comes when you become American or English or whatever you want to be. And I'd say do what you want to do. You know, I don't think you have to, also, man muss nicht den Akzent verlieren. Viele sagen, ah, wenn den Akzent nicht verlierst, schafft man es nicht. Schwarzenegger, Jean-Claude Van Damme, ich meine, das sind alles die Actionstars, aber Christoph Waltz, die Franzosen, Armin Müller-Stahl. Selbst Heath Ledger hat ja auch australisch gesprochen. Heath Ledger, also ich denke... Mel Gibson, ja. Also ich denke, das ist wirklich jedem selber überlassen. Wenn ihr, sag ich mal, Hauptrollen übernehmen wollt und auch jetzt, sag ich mal, irgendwie einen amerikanischen Typen spielen wollt, dann müsst ihr schon dran arbeiten. Also ich denke, das ist schon wichtig. Stille. Hattest du nicht mal in London den Gedanken, dass du in England das sozusagen starten wolltest in dem Schauspiel? Hatte ich, aber da war ich, muss ich ganz ehrlich sagen, die Tanzkarriere war da so im Gange, dass ich einfach die Zeit nicht genommen habe. Da ging es um Überleben und Geld verdienen. Und es war dann die Frage, gehe ich jetzt auf Tour für 3 Monate oder gehe ich in Unterricht? Und ich habe da den Anschluss nicht gefunden. Insofern, ich denke aber, England hat eine super, jetzt meine Agentur habe ich mir in England genommen. Ich habe jetzt auch den Film jetzt in England in einer englischen Produktionsfirma gedreht. Und England hat super, also super Projekte. Nee, ich meine, was war der Ausschlag, dass du dann nach L.A. gegangen bist oder nicht da geblieben bist und das dort? Der kam durch, da muss ich zum Tanzen cutten. Also ich war schon ziemlich involviert ins Tanzen, habe mich auch da sehr leidenschaftlich für engagiert. Und ich hatte so gedacht, okay, Deutschland war okay, aber man sieht einfach, jetzt nicht auf Deutschland draufhauen, aber man sieht einen Qualitätsunterschied zwischen, damals war es, ich will keinen Namen nennen, zwischen deutschen Popstars und amerikanischen Popstars. Und ich hatte gedacht, England ist vielleicht schon mal ein Schritt und ist wahrscheinlich schon besser. Und dann war ich in England und war als Tänzer für eine Vorgruppe für Justin Timberlake. Und ich habe ihm also 36 Mal zugeguckt bei der Show, den Choreografen zugeguckt, den Stage Manager zugeguckt. Und ich habe einfach gemerkt, das ist so, die arbeiten einfach ganz anders. Das ist, Entertainment ist bei denen einfach wirklich ein Business und auch im Blut. Und die sind einfach sehr, sehr viel mehr kreativ. Und auch meistens, nicht immer, aber oft die Vorreiter. Und dann war bei mir einfach klar, da ich da hin wollte, ich wollte immer Filme machen, die nicht nur ein Land sieht, sondern die ganze Welt sieht. Und da habe ich irgendwann dann gesagt, direkt nach der Tour habe ich meine Wohnung abgemeldet und gesagt, ich muss dann doch jetzt endlich nach L.A. Ja. Woran glaubst du dann, dass Sie kreativer sind als wir? Also das ist ja generell so bekannt, aber... Wir haben gerade darüber gesprochen. Nein, ich glaube nicht, dass die Amerikaner kreativer sind. Ich denke, die Amerikaner haben durch einen anderen kulturellen Hintergrund. Ich bewege mich jetzt auf Glatteis, wenn ich das jetzt laut sage, aber ich denke schon, wesentlich weniger Kriege gehabt. Und schon gar nicht auf dem eigenen Land. Da gab es Süd gegen Nord. Und alles andere wurde außerhalb gekämpft. Ich denke, dadurch war wesentlich mehr Leichtigkeit. Ich
denke, unsere Kultur ist schon sehr... Hi. Unsere Kultur ist schon sehr, sage ich mal, gehemmt. Ich denke, Kreativität ist da, aber unsere Kultur ist eher so, mach das lieber nicht und sei vorsichtig. Also, als ich hier gesagt habe, ich würde gerne ein Schauspieler werden, wurde mir oft gesagt, ja, was hast du denn für Flausen? Wohingegen in Amerikaner, selbst auch nicht in Hollywood, sondern irgendwo, die sagen, ja, give it a try, why not, yeah, sure, you know. Ich denke, es ist einfach mehr... Ist wie wir das gerade im Büro besprochen haben, ich glaube, es ist diese Mentalitätssache. Es war jetzt am Sonntag oder gestern gab es auch eine Talkshow im Ersten, da ging es um die Wahlen, die wir nächstes Jahr haben werden, zum SPD-Kandidaten und der CDU-Bundeskanzlerin Angela Merkel. Und da kam eben ganz oft noch, dass sie gesagt haben, ja, Merkel ist deswegen so beliebt in Deutschland, weil sie so sachlich und nüchtern ist. Und genau das ist das. Also nicht dieses... Oder als der Barack Obama sich bei seinen Wahlhelfern bedankt hat und geweint hat, sondern dass man das Sachliche. Aber ich glaube, es ist trotzdem eine Behauptung, weil wir auch darüber gesprochen haben, weil warum schaut man trotzdem amerikanische Filme? Warum möchte man trotzdem im Theater oder wenn man Musik hört oder sich einen Film anschaut, weinen? Das heißt, dieses Zeigen von Emotionen, das haben wir ja auch, aber irgendwie geben wir es nicht zu. Ja, aus welchem Grund auch immer. Das ist das Schwere. Ich meine, wenn ihr in Amerika seid, also oft, das, und am Anfang, ich denke, viele meiner deutschen Freunde, die mich besuchen kommen, sehen das als oberflächlich, aber die Amis, das, if you haven't seen them for 5 weeks, like, oh my god, I missed you so much, like, how have you been, you know? Whereas here it's like, hey, wie geht's? Schön, dich mal wiederzusehen. It's more, it's just in our culture, we're a little bit more, you know, and that was also, back to the accent. Is a big thing. I was very in auditions with people. I was the guy who was like, people were like, you should come to the party of a friend, you're invited. I was like, I don't know the guy, like, no. You know, or I would be very like, hi, nice to meet you, my name's Falk Henschel. You know, sit back. Whereas now it's like, hey, what's up, man? My name's Falk, how you doing? Like, oh yeah, great, you know, whatever. It's just a, does it make any sense? Yeah. Yeah? Okay. Ja. Wie war es mit deiner Familie? Also haben die dich unterstützt? Hat dir das dann mehr gebracht? Wie war das? Ich habe sehr, sehr viel Glück gehabt mit meiner Familie. Also meine Familie hat mich von Anfang an immer sehr unterstützt und hat auch gesagt, mach's. Sie haben gesagt, versuch es so lange, wie es dir gut geht. Ich habe auch ganz ehrlich gesagt, in den Zeiten, wo ich keine Arbeitserlaubnis habe, ich konnte also gar nicht arbeiten, auch ein bisschen finanzielle Unterstützung gehabt zu einem gewissen Punkt. Und ich habe, ja, immer, es war immer jemand da für mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es hat es wesentlich einfacher gemacht. Mhm. Hinterher auch schwerer, weil, wie gesagt, man sieht seine Familie nicht mehr viel. Ja, das meine ich. Also die haben dann nicht dann aus Egoismus gesagt, ja, also probier das mal, aber eigentlich klappt es ja eh nicht, der kommt bestimmt wieder. So, oder haben die wirklich fest daran geglaubt? Weil ich finde, das ist ein mehr, wenn man das merkt, ob die Familie das dann nur so sagt, weil die denken, ach, die kommt eh wieder, oder ob die das dann auch so meinen? Nee, ich denke, die meinten das schon. Ich habe also immer das Gefühl gehabt, also es kam ab und zu, noch nicht vor langer Zeit, vor 4 Jahren kam die Mama dann, die gesagt hat, willst du nicht doch wieder zurück? Aber es war mehr so, weil sie einfach gesehen hat, es war ziemlich heftig, also hart für mich. Ich war einfach, eben wenn es irgendeinen Job gibt, der euch glücklicher macht, oder genauso glücklich macht, nehmt den. Aber das Problem ist, für mich gab es das leider nicht. Und dann rennt man sich manchmal schon in so Depressionen rein, wenn man denkt, am I nuts? Am I crazy? You know? Also so aus Mitgefühl kam dann eher schon mal, willst du nicht doch vielleicht wieder nach Hause kommen? Aber wie du sagst, andererseits will man halt auch nichts anderes. Nee, eben. Und es ist eben, dann gehst du halt auch durch diese, wie heißt es so schön, Täler der Tränen. Ne? Ja. Yeah. Und das solltet ihr euch immer wieder sagen, ihr braucht diese Kraft und diesen Willen, aber dann ist eben, und deswegen hatte ich ja gesagt, komm auf jeden Fall zum Interview, dann ist eben vieles eben möglich, aber ihr müsst euch immer wieder sagen, ihr braucht absolut diese Kraft, auch dass manchmal ihr die Einzigen seid, die an euch glauben. Also selbst wenn niemand anders an euch glaubt, und deswegen muss dieser Beruf, das Einzige, was ich will, so tief in euch sein, dass egal was passiert, du sitzt auf einer Eisscholle im Meer und es ist trotzdem das Einzige, was du willst. Ja. Deswegen, dann ist sowas tatsächlich möglich. Man braucht dazu eine unglaubliche Kraft und Energie. Ich will nur ganz kurz, und dann kannst du Fragen stellen, zu dem was sagen. Es gibt diese Illusion, dass es einen Punkt geben wird, wo ihr das nicht mehr machen müsst. Dass es einen Punkt gibt, wo es auf einmal einfach geht, wo man nicht mehr der Einzige ist. Wenn ihr gewisse Ziele habt,
wenn ihr ein Typ Mensch seid, der hohe Ziele setzt, ihr werdet neue Ziele setzen, wenn ihr das erste Ziel erreicht habt. Und ihr werdet wieder die Einzigen sein. Ich habe es jetzt, also ich habe jetzt, sage ich mal, als Schauspieler den Durchbruch geschafft, was auch immer das bedeutet. Also es ist immer weiterhin schwer, aber ich produziere jetzt und man rennt wieder in Leute, die sagen, yeah, you need a star, we need a star to get this film made, and no, you can't do it this way. You gotta, look at people like Steve Jobs, look at people like Bill Gates, look at any person that made it as an actor, writer, anything that is special. They did something that nobody else did, so nobody can believe you because you're the one that has the idea in your head. So you got to create the idea, and then other people will use you as an example to say, well, this person did it. So, also nur um das nochmal zu unterstreichen, das wird sich auch nie ändern. Ich habe mit großen Stars geredet, die haben alle noch Panik, dass sie pleite gehen. Die haben alle Panik, ob sie jemals wieder einen Film kriegen. Aber das hält dich auch wach und das hält dich kreativ, absolut. Ja, genau. Ja, wie, weil du das auch gerade sagst mit Pleite, wie hast du das finanziell überhaupt, also wie hast du dich über Wasser gehalten? Du durftest ja nicht arbeiten. The jobs I've done. Ja. Also unter sind wir, offen und ehrlich? Ja. Did anyone see Magic? Lernen von dir. Did anyone see Magic Mike? Magic Mike, ich dachte daran die ganze Zeit. Quite like that, not quite like that. Nein, aber ich war, also, wie gesagt, Tänzer für eine Weile. Ich habe also unterrichtet im Millennium. Das hat ein bisschen Geld eingebracht. Ich habe viele Workshops gemacht in Europa. Also als ich dann in Amerika war, bin ich oft nach Deutschland eigentlich eher weniger. England, Russland, Ukraine. Also ich habe Workshops unterrichtet, da hatte ich sehr viel Glück. Ein paar Unterrichtsklassen in L.A. Dann als ich mit dem Tanzen, ich habe irgendwann das Tanzen an den Nagel gehangen, weil ich einfach gemerkt habe, ich kriege beides auf keinen Fall mehr hin. Habe noch choreografiert, das hat auch ein bisschen Geld gebracht und dann habe ich tatsächlich als Gogo-Tänzer gearbeitet. Weil es war der einzige Job, wo ich nicht was für lernen musste. Also ich musste eher runterkommen, also ich hatte genug Ausbildung als Tänzer, dann muss man nur die Hüfte hin und und ich konnte es nachts machen, 10 bis 2 Uhr morgens und es hat genug Geld gebracht, um weiter ins Audition zu gehen und zu schreiben. Und auch wieder da, es war ein Job, den ich so gehasst habe, dass ich niemals hätte bequem werden können. Sucht euch niemals einen Job, wo ihr sagen könnt, it's okay, because you'll end up doing that job forever. Yeah. Take a job that you hate. Maybe that's the worst advice I'm giving. But take something that you know is temporary. You gotta believe that tomorrow you're gonna book something. Even if it's disillusional, you have to be naive. And so to me, I was like, yeah, I'm go-go dancing, but I know it's only temporary, you know? So. Das ist kein schlechter Rat, weil ich habe es in Amerika auch gelernt, dass da eben oft auch gesagt wird, geh in die Klasse, vor der du am meisten Angst hast. Weil du dann lernst. Genau, das ist also nicht, wo very du so, kenne ich alles, ja, sondern wirklich, okay, morgen muss ich tanzen und singen oder das tun, ich mach's. Absolut, ja. Und es gibt sehr viele, also ich kenne viele Kollegen, wo ich wirklich manchmal sage, das ist der einzige Grund, warum die es noch nicht geschafft haben, weil dort ein Job parat ist, der ganz gut verdient, der auch nicht ganz so schwer ist. Da ist ein Haus, da ist, also nicht, ich sage jetzt nicht, weil du ein Haus hast oder von mir, dann arbeitet man nicht mehr hart, aber da ist nicht wirklich der Grund, irgendwas zu verändern. Und ja, enough of that, but yes. Du kommst ja vom Tanzen, dieser Tanzunterricht und dieser intensive Kontakt mit deinem Körper, dir das sehr geholfen beim Schauspiel, jetzt auch. Auch jetzt immer noch, dass du vielleicht deinen Körper noch trainierst? Ja, also ich denke, das Tanzen, man merkt es selber nicht mehr, weil man es gewohnt ist, aber ich sehe jetzt oft am Set, dass manche Leute zum Beispiel Schwierigkeiten haben mit Choreografien, ob das jetzt Kampf ist oder Marks, hit your marks. Also als Tänzer, es hilft dann wirklich zu sagen, okay, walk, 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 hit the mark, say a line, walk, turn, go this way, hit a mark, turn, say the line. That helps, like it's a lot easier. Und ich denke auch rein vom Körpergefühl. Ich denke, es ist gut, wenn man zumindest weiß, was sein Körper macht, wie sich das anfühlt, dass man präsent ist. Du kannst dich lässiger bewegen. Man kann sich tatsächlich lässiger bewegen, weil es einfach, man ist es gewohnt. Im Sinne von Fitness, es kommt auf die Rollen an. Also ich war lange besessen von dem Gedanken, ich wurde in eine gewisse Richtung verkauft, also für lange Zeit so Jason Statham, so Action-Sachen. Ich hatte da auch lange, how do you say,
Körperbildprobleme. Also ich war total besessen, was das aus, ich muss so und so aussehen und bla bla bla. Und das, Gott sei Dank, hat sich das verbessert in den letzten 3 Jahren. Und da würde ich sagen, macht das, was euch Spaß macht. Weil das Schöne an unserem Job ist, man braucht alle Rollen. Es ist total egal. Und wenn, ganz ehrlich gesagt, wenn man eine Rolle kriegt, die zahlen dann sowieso Geld für euch ins Fitnessstudio zu gehen oder zuzunehmen oder dürre zu werden, das organisieren die alles so oder so. Ich bleibe selber gern fit, also ich gehe gern laufen oder ich mache gerne meine Sachen, weil es mir Spaß macht. Aber ich habe es jahrelang aus Druck gemacht, weil Manager sagen dir, you gain some weight, you need to lose it, and you gotta just go, whatever, get me a job, don't worry about my product, I'm my product. Yes. Gerade dazu, wie wichtig meinst du, ist es, durchtrainiert zu sein im Schauspiel, also einen guten Körper zu haben? Würdest du sagen, es ist einfacher, dich Freunde zu bekommen? Ich würde dir dieselbe Antwort geben. Also ich denke, es kommt darauf an, was du machen möchtest und woran du Spaß hast. Wenn du Spaß hast, durchtrainiert zu sein und Leute durch die Gegend zu schmeißen oder wie auch immer, oder zum Beispiel, ich wollte immer mal gerne einen Actionfilm machen oder Jason Bourne, sowas in der Richtung. Ich habe lange Kampfsport gemacht, das heißt, für mich war es was mir Spaß gemacht hat. Aber auch da, also macht's bloß nicht, ich würde im Allgemeinen sagen, macht nichts, weil ihr denkt, es bringt irgendwas in der Karriere. I know this sounds crazy, but a lot of actors will do A, B, Z and feel terrible doing it because somebody told them if you do that, you get an agent. If you do that, you'll get a job. Then you become successful and they say, if you do this film, it'll get you the next film. Well, guess what? It might not. So the only thing is... Ist der Blumen? Ah, ja, klar. Der ist in meiner Jackentasche. Wie ist im Büro? Im Büro, ja. Außen in der rechten oder linken Jackentasche. Sorry. Du musst ausreden, jetzt weg. Here comes the secret. So, this has to do with the body thing, but don't ever do anything because you think it might make you happy in 2 years or next year. Do things that make you happy now, because anything that you do that you're like, I hate this film, but I'm going to do it because I think then I have a career, you're going to suck in the movie. Or I believe, I'm a spiritual person, so I believe there's a reason why you do things and why you get things and why you don't. If you're not enjoying yourself, people can tell. And that's what we get, to be honest with you, we get paid to entertain. We get paid so that people look at us and go, wow, that looks like fun. Even when we cry, they go, oh, that looks like so much fun. I want to do that, you know? So I think it's important that you close your ears to all this advice of you have to do this. Man muss gar nichts machen. Und das ist für mich was ich jetzt erst lerne, ganz strikt mit seinem eigenen Glücksgefühl zu sein. Weil, und jetzt, ich will nicht so lange darüber reden, aber man hat immer eine Ahnung, dass jetzt, sag ich mal, ich weiß nicht, was ich für euch, eine Hauptrolle in einem Hollywood-Film, dann bin ich glücklich. Well, guess what? That feeling of happiness is the same that you have when you kiss a girl for the first time. There's no difference. So the important thing is that you feel as though you are in that movie right now. Because then you can go in the movie and have the confidence to say, you know what, I have a suggestion for the script because I don't like it. And no other actor will say it. They will go, yeah, whatever you want me to do. Yeah, I just want the job. And you're the one that says, I have integrity, I want to be happy, and this is who I am. And it's very attractive. You know, when you sit there and you cast people, you go, that guy doesn't need us. But he's nice, and he's good. So what's his secret, you know? Does that make any sense? So that goes the same with the body. Don't do anything with your look. Your haircut, girls, they're going to tell you to cut your hair, to color it, to lose weight, to gain weight, to get your boobs done, to get your lips done, to not get them done, to be natural. It changes every 5 years because, you know, fake boobs, no natural, like whatever. It's bullshit. You do whatever you want to do and you're going to be that girl or that guy where they go, oh, that guy or girl looks different. It's not like everyone else. So anyway, yes. Does that answer your question? Ich habe da zwei Fragen. Und zwar, die erste Frage wäre, ja, ich muss aufstehen, aber
Was für Rollen sprechen dich am meisten an? Vor was für Rollen hast du sozusagen am meisten Angst? Also psychologisch gesehen. Und wieso würdest du die gerne spielen? Ich muss ganz ehrlich sagen, Angst habe ich am meisten für Comedy. Not because I want to do it. Ich bin nicht so der Fan. Ich mag Comedy gerne. Ich bin eher ein dramatischer Typ. And I don't know that I have much fear for it, but I have a lot of passion for it. And to answer your question, is the roles that I love. I mean, I don't know if anyone saw the movie Warrior last year with Nick Nolte and Joel Edgerton and Tom Hardy. Not because of the fighting, but because it was a very truthful movie about family, you know, and about feelings. You know, there's a lot of films going on at the moment, especially in Hollywood, where it's about what the people do, who they save, who they kill, who they kiss, you know, that kind of stuff. There's not always that many films where it's about how, and it's weird because we're actors and it's movies, it should be, but where it's how do they feel about something that the audience feels every day but can't get to express, because in real life we don't express quite as big. So I have to honestly say roles that that would allow to show something that most people are ashamed to show or that is judged. I love playing bad guys and making them good. You know, for example, if there's a bad guy where at the end of the movie you can say, oh, I don't know if I want him to die, because now I understand why he did what he did. Because my firm belief is nobody's a bad person. I don't care who you are. I don't care what terrible thing you've done. You do it because you're hoping it makes you feel better, even a killer. We're all human beings, and you have to always play the human element. You know, killing somebody will take care of you being the bad guy. You don't have to act bad, you know. Anyway, does that answer your question? Ja, und da hätte ich noch eine Frage. Und zwar, was ich für mich herausgefunden habe, ist, ich verliere mich sehr in Worten und ich kann mich echt nicht gut in Worten ausdrücken. Und daher habe ich gemerkt, dass ich meinen Körper umso mehr einsetzen muss, um alles das auszudrücken, was in mir ist. Du hast ja gesagt, also du warst ja Tänzer sozusagen. Wenn du halt an die Rollen rangehst, gibst du denen also... Ist das so bei dir automatisiert, dass du denen sofort Körperlichkeiten gibst? Weil ich gehe zum Beispiel an den Namen ran und versuche dort den Untergrund halt, die Bedeutung der Figur zu finden, um die Elemente halt zu greifen. Also ist das mit dem Körper bei dir viel mehr basic? Bei mir ist es, ich muss ganz ehrlich sagen, ich gehe Rollen immer sehr visceral. Shit. Does anyone know the word visceral? Gründlich. Ja. Visceral is like... It's not from your head, it's from your gut, also vom Bauchgefühl. Ja. Zum Beispiel, wenn ich eine Audition noch habe oder so, ich lese mir es niemals leise vor. Ich gehe immer sofort los und versuche auch zum Beispiel bei einem Rehearsal erstmal das schlechte Schauspielen rauszukriegen. Das heißt also, I commit to something, even if it's wrong, so that I don't analyze it with my head, but that my body does it. Because I think there's a myth about becoming a character. It's not, I think it works for a lot of actors. For me personally, I gotta find the part of me that is the killer, that has been that angry, or that has been that sad, to bring it to the role. It's always me. I don't ever say, oh, it's just the character I played. I'm like, no, that was me in that situation. So that's how I approach roles. I always just try to find the truth so that I can say it and mean it. And as far as you said, du bist nicht gut mit Worten, you got the writer, you know, the writer will give you all that. And also, as far as acting technique goes, you do what turns you on. Mm-hmm. You know, you do the technique that you enjoy. You know, some people love to learn, like I never learn my lines, to be really honest with you. I learn them like before the take or like in the trailer. I don't analyze them. I read them and all that, but like I said, loud. And I automatically know them, you know, and I mess around with it. But some people love to
get him down, and they know that they're going to say, I'm going to kill you, you know, and they know they're going to say, kill you, you know, and they're amazing actors, and I think it's because they really enjoy the process, and I think whatever you get taught and whatever you pick for yourself, there's so many wonderful techniques. Again, I just, as long as you're really enjoying yourself, that's what's important, I think. Jetzt kommt noch eine Frage hinzu, also zu dem zweiten. 2B? Ja, hast du manchmal das Gefühl, dass wenn du das Gefühl vorher hattest, du kannst diese Rolle angehen, dass du dich irgendwann von dieser Rolle distanzierst, weil dieser Moment nicht für dich stimmt, dass das, was du rausbringst, das Richtige ist? Also für mich persönlich sage ich da immer, sei vorsichtig. Das heißt meistens, dass es sehr persönlich ist und dass du dich beschützt. Mhm. Whenever I have a line that I want to cut or that I want to change, sometimes it's because it's bad writing and you got to fix it, you know. And again, I don't know how this is in Germany. This is in the States, and it's also different from TV to movie. TV, you got to stick more to the lines. Movies, they're like whatever, as long as it's good. But be careful, because when there's a line where you go, I can't connect to it. Dirty Dancing, Patrick Swayze said the line. Nobody puts baby in the corner. He hated it. And it's because he didn't understand it. He didn't connect it. He didn't let it affect him. And then he said when they pushed him to do it, he realized it's really personal to me. And I didn't want to show that vulnerability. So I think it depends, you know. A lot of times I change it if I think it's bad writing. I'm not bad writing, but it doesn't, or if it doesn't work for me. You know, if I just wouldn't say that in this, you know, you're the expert on the character, not the director, not the writer. You got hired because they're like, look, we don't know this girl. You're it. What would you say? And I know that here you said, you know, I know that here people are a lot stricter on, it's on the page, you know, then you just say, well, I want the movie to be as good as possible. Do you? You know, so anyway. Does that answer your question? Yeah, yeah, weil es ihnen aber auch oft so beigebracht wird. Wer mehr Sätze hat, und das hat Marco Kreuzbein, hat er hier aber auch erzählt, und er hat eben auch gesagt, in Amerika, als er Trade gedreht hat, kam halt Kevin Klein aus dem Trailer, strich alle Dialoge durch und sagt, kann ich spielen. Das ist wirklich der Unterschied. Du bekommst hier halt auch beigebracht, in vielen Schauspielschulen, dass das, was du sagst, und die Anzahl der Sätze, wichtiger ist als das, was du emotional ausdrückst. Das ist wirklich auch die Schule, die einem das so einprägt. Ja, dass man sich dann auch gar nicht traut, später am Set irgendwie mal zu fragen, kann ich den Satz anders sagen, sondern dass man genau daran klebt und dass man oft spürt beim Schauspieler, den Satz sagst du jetzt aber, ohne dass du ihn meinst, weil du ihn eigentlich blöde findest. Ja, und das ist, da sind wir beim Thema Confidence, Selbstbewusstsein. Ich kenne das auch, also auch in Staaten ist viel, gerade wenn Leute anfangen, diese Angst, was falsch zu machen oder jemandem auf den Fuß zu treten. Den Autoren oder wie auch immer, hab das Selbstbewusstsein zu sagen, ich gebe mir Mühe, den Film so gut zu machen, wie ich kann, vertraut mir. Und auch zu sagen, zum Beispiel, mein Ding ist, fragt niemals, kann ich den Satz verändern. Just do it. And you know what, auditions, best example. I never say what's on the page in auditions, especially. If they are checking whether I'm saying the right lines, I fucked up anyway. You know, if I don't have them with me, I'm finished. Now, they don't sit there and go, okay, he said that right, good. He said that right. You know, and they're like, I don't know what he did, but he said all the lines right, let's give him the job. No, you know, and also, I don't know how it is here, but in the States, a lot of writers will come to you because those poor guys, in the middle of the night, they have to write the episode because it's airing tomorrow and we're shooting tomorrow. So they're like, all right, they write it, and then the next day they're like, please make it better, please make it better. They rely on us to help out if it's necessary. And towards theater, ich denke, Theater, da wird viel mehr Zeit hingegeben in den Text. Und der Text ist echt gut und hat auch sehr viel Bedeutung. Ich denke, es bringt euch gar nichts, Texte zu ändern, die gut sind. Da verletzt ihr euch noch mit. Weil ihr werdet niemals so genial sein wie zum Beispiel Shakespeare. Also, das will ich auch nicht sagen, vielleicht kommt der nicht Shakespeare. Aber Shakespeare hat euch was geliefert, was euch Freude bringen kann. Aber heutzutage Filme, TV, it's fluffy, you know, it's not, they don't have the time.
So a lot of times you get okay writing and you gotta make it amazing, you know? But yes, so much for that, yes. Wie ist das? Du hast gesagt, dass wenn du eine Figur spielst, dann sagst du nicht, okay, das ist die Figur und das bin ich jetzt irgendwie, sondern dass du wirklich dann in dem Moment du selber bist irgendwie. Wie ist das dann, wenn du dich dann irgendwie davon aber distanzieren willst, weil du dann so da drin bist, dass du dann gar nicht mehr wirklich rauskommst, weißt du, was ich meine? Dass du dann dich dann aber distanzieren musst davon, um wieder frei right. zu sein. Well, first of all, I mean, there's some method actors, like Daniel Day-Lewis is a great example. I don't do that. I don't become the person in life. To me, I like to be very open, jokey on set, because it keeps me, if you can laugh, you can also cry. It's the same vulnerability. If you allow people to make you laugh, it's the same openness. So I try to stay open and playful, and I don't get into character, unless it's a very difficult, like, they're like, you gotta cry here, you know, then I'm like, leave me alone a little bit. But other than that, until they say action, I'm just me, because I'm just gonna be me in the situation. And they say action, and then you have a guy with a gun. So all you got to do is look at the guy with the gun, and you're like, ah, shit, you know? Has anyone ever seen Extras, Ian McKellen? No? Watch it. Ian McKellen says, acting is very simple. He says, you just, you know, they call him up for Lord of the Rings, and they said, hey, Ian, do you wanna play a wizard? And Ian McKellen says, in the skit, he says, you know, I'm actually not a wizard. And they're like, yeah, we know, we just want you to pretend that you're the wizard. And he says, and so I show up on set and I pretend to be a wizard. It's like kids, you know, when we were kids, and for us guys, cowboy and Indians, you go bang, 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 you know. It's not that complicated. Now, I'm making it sound very easy. There's a lot of training necessary. It's not easy, but I'm saying, spielen, es geht ums Spielen, es geht um die Freude, einfach auch mal die Gelegenheit zu haben. Du kriegst so eine Schusswunde und die explodiert tatsächlich. Es ist sehr einfach dann einfach. Wann darf man schon mal runtergucken und total geschockt wieder hochgucken und dann zusammenbrechen? Und, do you know what I mean? Like, it's, I don't get that serious about it. You know, I get very serious on action and until they say cut. And then after that I go, hey, hey, how was that? Aber wichtig ist, was du auch gesagt hast, ist die Verletzlichkeit, Vulnerability zu zeigen. Weil ich habe heute gerade, weil du ihn angesprochen hast, ein Interview gelesen in dem Magazin Interview von Andy Warhol mit McKellen, der jetzt ja auch mitspielt in Der Hobbit, der ihm auch gesagt hat, dass er bis zu seinem Coming Out, das er nicht 49 erst hatte, nur ein Schauspieler war, der nichts anderes gemacht hat als Technik. Der sagt, da war ich zwar auch gut, aber ab dem Moment, als ich mich geöffnet habe und gesagt habe, hey, ich bin schwul, war ich plötzlich auch ein Schauspieler, der emotional spielt. Und das hat ihn wesentlich besser auch als Schauspieler gemacht, als vorher nur, was ich auch gelernt habe in Los Angeles, dieses Technik alone is not enough. Und das hat er selber auch gesagt. Du kannst noch so gut, und die Engländer lernen das ja total gut, aber du bist eben dann nur eine Maschine. Ne? Und jetzt auf einmal sagt er, seitdem ist er halt wirklich offen. Deswegen ist es so wichtig, was wir auch immer wieder sagen, diese Verletzlichkeit zu zeigen. Weil das macht euch wirklich menschlich. Was du ja auch gesagt hast, du musst auch bei den Personen, die Bad Guys sind, das Menschliche zeigen. Er ist ja keine Maschine, sondern er hat ja einen Grund, weshalb er das macht. Diese Verletzlichkeit zu zeigen, die macht ihn zu einem großen Schauspieler. Und das geht auch schön mit dem Thema zum Körper und sowas. Ich denke, jeder von euch, alle Menschen haben eine sehr individuelle Verletzlichkeit. Wir sind nicht alle gleich verletzlich. Und ich denke, wenn man anfängt, Rezepten zu folgen, so auszusehen und das zu machen oder so zu reagieren, zum Beispiel in the script it says, he listens and he gets emotional and he starts to cry. Every actor will do that. If you come in and you go, I don't cry, this doesn't make me cry, it makes me laugh. Das ist eure persönliche Verletzlichkeit, wo, wenn ihr Glück habt, und ihr könnt auch Pech haben, sitzt der Regisseur dann und denkt sich, that's really interesting, I would have never thought of that. And that is creativity, and that is courage to say, I'm enough. Me showing you that I'm going to laugh at somebody dying, which is really vulnerable. You look like an asshole. You know, people will be like, why the hell is he laughing? But then you become DiCaprio in Django Unchained. Mm. Who's a complete racist, but it's so, you're just like, because he has the courage to be like, I'm gonna make this guy like fun, you know? He's fucked up. And it is fucked up, but do you know what I mean? So you'll get judged, but that is, you know,
what's so special about it and why it's so difficult, you know? Because sometimes also people say, what you did, I didn't like it. And it is you, it's not the character. They don't like you. And you go, well, all right, you and I, we're not right for this job. Next one, you know? Absolut richtig, ja. Genau, oder nur? Okay. Du hast erzählt, dass du immer nach USA wolltest und jetzt bist du dort. Und kannst du vielleicht dazu erzählen, welche Schauspieler deine Vorbilder sind und wie du eigentlich zu dem... Ich denke, das ist eine Entwicklung, wie man dann dazu kommt, eigenen Film zu machen, also Short Movie. Welchen Regisseur du als Vorbild hast und dann... Das ist quasi eine Mischung. Also du schreibst, bist Schauspieler und auch... Aber kein Regisseur. Nee, Regie würde ich vielleicht gerne irgendwann machen, so in 15 Jahren. 5 bis 10 Jahren war ich einfach noch nicht genug. Ich habe zum Beispiel jetzt Roland viel über die Schulter geguckt und Jesus, I mean, you gotta really, I have a lot of respect for directors because it's nuts. You know, everybody's like, we need this, come over here, do this, can you look, what is it, you know, and you're just like, anyway. To answer your question, also es hat sich mit den Jahren, sorry, ich wollte dann nicht. Es hat sich mit den Jahren verändert. Ich muss ganz ehrlich sagen, also als ich 9 oder 10 war, waren meine Vorbilder jetzt nicht so die Leute, die alle, sag ich mal, Schauspieler so grandios waren. Zum Beispiel, ich war super Jean-Claude Van Damme-Fan. Bloodsport war damals, also für mich so Bruce Lee, Jackie Chan. Deswegen habe ich ja mit Kampfsport angefangen. Dann, als ich dann wirklich in diese wirklichen Schauspieler reinkomme und auch mehr verstanden habe, I really do love Mel Gibson. I really love Mel Gibson. I still do. And I think there's a trend happening at the moment where Hollywood is really enjoying the like young, perfect looking thing. And I really enjoyed when women were women and men were men. You know, that was a thing that I was really drawn to. Und Regisseure, Mel Gibson, one of them, back then, Robert Zemeckis, I love Edward Zwick, Catherine Bigelow. Catherine Bigelow did Hurt Locker and is now doing the movie Zero Dark Thirty. Und auch sehr viele, Marco zum Beispiel, Trade, Marco Kreuzpaintner, fand ich sehr, sehr gut. Aber ich muss sagen, es gibt so viele kreative Einflüsse, es ist für mich schwer jemanden jetzt hervorzuholen, also auch Schauspieler, es gibt so, ich habe so viele Vorbilder, mehr oder weniger. Ja. Wie war denn, also, du hast vorhin, sorry. Du hast ja vorhin so ein bisschen erzählt von deinem Leben und du bist ja nach L.A. gegangen, um Schauspieler zu werden, also weg, tanzen weg und dann Schauspieler. Und du hast Castings gehabt und es lief alles nicht so gut und ne, nicht so, wie du dir das gewünscht hast. Und habe ich das so richtig verstanden, dass es eigentlich... In dem Moment, wo du selber entschieden hast, okay, ich finde hier keine Leute, die mich nehmen, ja, also mache ich mein eigenes Skript, ich schreibe meinen Text, ich mache mein Demo-Video mit dem, was ich selber gefilmt habe und schicke das an die Leute. Das ist da eigentlich durch dieses selber kreieren auch in den Bus. Dadurch kam der erste Schwung und dann bin ich aber wieder zurückgefallen in das alte System und ich denke, das ist, was ich vorher gesagt habe. Es war nicht wirklich der Film und die Materialien oder irgendwie die Kontakte, die ich dadurch geknüpft habe. Es war, als ich angefangen habe, mich auf meinen eigenen Film zu konzentrieren, ich hatte einfach wieder Spaß. Das heißt, ich bin morgens aufgestanden und habe mich gefreut für den Tag. Ich habe Auditions gehabt und bin reingekommen mit viel Freude, wo du einfach selber sagen kannst, es ist mir eigentlich schnurzpiep egal, ob ihr mich wollt oder nicht, weil ich habe was Besseres zu tun. Do you know what I mean? And this is what I mean. And so I did that. That energy, I think, we're talking spiritual, sorry. That energy is attractive, I think. So I got a couple of jobs. I did Night and Day with Tom Cruise. And it was a big thing. And I thought, this was my misconception back then. I thought, oh, I made it. All right, good. You know, from now on, it's easy sailing. But I went back to that thing of like, I got to get a job. And it was that energy of like desperate and the energy of I don't enjoy my life unless I make it. So now the key for me, to be really honest, and I mean this is the key to success for me. I try to have as many hobbies as I can. I try to have friends, spend time with friends. I just started shooting bow and arrow again because I want my life to be enjoyable, even if I will never ever work again. You know, and this is the difference. When you come into an audition and you're
were desperate, you know, you walk in sort of like this, you know, and you're like, hey, how are you guys? Even if you're nice, you know, and then you're like, all right, you know, and it's that. If you're coming from a hobby and you know you're going to see your girlfriend or your boyfriend or whatever, then you're like, hey, what's up, guys? You good? You know, and you're like, all right, let's do it, blah, 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 all right, thank you, peace out, you know? and they're sort of like, you know, because 99% of actors will come in and will go, just please give me a job. Just give me a job, man. And they go, whoa, it's a big responsibility. And they turned off, you know? So that is, I think, much more important than... That is why writing your own stuff can be good. If you do it because you really want to do it. Not because somebody says, if you write your own stuff, you'll be successful. Mm-hmm. Do you know the difference? Do you understand? Ja, also ich hab, dass du eigentlich so ein bisschen, sag ich mal, ne, du hast ja gesagt, du warst ein bisschen depressiv und so, und das ist eigentlich das Feuer. Und eigentlich hast du das Feuer so ein bisschen entdeckt, das am Leben halt generell. So, Lebensfreude. Das hat dir Spaß gemacht, das zu tun, dieses zu schreiben. Yep. Das hat dir Energie gegeben und egal was dir Energie gibt, egal ob es das Schreiben ist oder ob das jetzt die Freundin ist, einfach zu gucken, dass man einfach Spaß hat im Leben, dass man das Feuer einfach in sich halt hat und lebt und dass man das dann auch irgendwie an die Leute sozusagen auch senden kann. Ja, das ist auch der Unterschied, worüber wir auch gerade gesprochen haben, was jetzt nicht von mir kommt, hat Iris Baumüller gesagt oder die Sophie, als sie hier gewesen ist, die andere Casterin, die auch gesagt hat, das Problem, weshalb viele deutsche Schauspieler eben deine Jobs bekommen, ist, weil sie frustriert sind, weil sie sich von der Branche abhängig machen. Das ist, wenn ich keine Rolle bekomme, bin ich frustriert. Ich schreibe aber kein eigenes Stück, ich mache keine Lesung, ich gründe keine Band, ich mache nicht irgendwas, was mir gefällt. Nicht, wie du gesagt hast, um dadurch dann berühmt zu werden, sondern ich mache es, weil ich es machen muss. Und dadurch habe ich halt eine Präsenz und komme eben nicht ins Büro mit, ich brauche den Job. Ne? Und das machen aber viele, weil sie dann warten und dann sauer sind und sagen, so, die rufen mich nicht an, diese Scheißer. Ne? Das bringt nichts. Das ist genau das, was du sagst, wenn ich etwas mache, egal was, und wenn ich eben weiß, ich gehe gleich 3 Stunden schwimmen, weil es mir gefällt, und komme mit diesem Gefühl dahin, habe ich eher eine Chance, ist natürlich immer noch keine Garantie, aber eher eine Chance, als wenn ich frustriert bin. Und viele sind hier frustriert, meckern rum und schimpfen, wenn du sie aber fragst, was sie gerade machen, nichts. Und das ist es halt. Ne? Mach was. Stimmt total, ja. Also von daher, was ich jetzt auch zu dem Thema halt sagen wollte, ist es dann wahrscheinlich so wichtig, einfach mit sich selbst auch so einen, halt ist Frieden, ne? Aber so eine Anleitung. No, it's halt really important, yes, very much. Ich meine, klar, Schauspiel immer noch das, was hier oben ist. Nur ich glaube dann halt wirklich, ob es jetzt Meditation, keine Ahnung, sonst irgendwelche Sachen, die man halt findet, wo man sagt, aber das ist mein Frieden, den ich habe. Und wenn ich dann damit auftrete, das ist jetzt auch ein spirituelles Ding, aber ich denke mir auch mal, die Energie, die du halt auch ausstrahlst, das können Menschen sich einfach nur angucken. Und man merkt die Energie, die halt dazwischen ist. Man muss keiner reden und nicht mal mehr das Gesicht bewegen, man spürt es einfach. Yes. Und das sind, glaube ich, auch diese zwischenmenschlichen Dinge, die halt wichtig sind, dass sie beibehalten werden und dass man da halt versucht, sich treu zu bleiben. Und ich glaube trotzdem, dass man ganz schnell, aber auch dazu neigen kann, und das ist auch persönlichkeitsabhängig, sich daran aber auch zu verlieren, weil halt die Arbeit kommt. Das dies, was man machen muss, das, was man machen muss. Ja, yeah, es ist. Man verliert sich, glaube ich, schnell. Ja, es ist sehr schwer. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, es ist schwer. Und ich habe es jetzt wieder gehabt. Es ist ein tägliches Training, genau wie Schauspielunterricht. Ja. Ich habe jetzt ein Meeting gehabt für eine TV-Serie, Chicago Fire. Ich hatte ein Band dafür gemacht, war alles, oh, we love you, bla bla bla. And they just passed yesterday. Passing meaning moving forward, I'm not the one. And it takes some effort to not go down that road of, you know, it does. It doesn't get easier. But the thing is, you have to... Everyone around you will tell you that it's difficult. Everybody will. You'll have plenty of actors who will say, this casting director, this, and fuck this, fuck that. And you have to actively say, no, I really enjoy myself. And also, what do? We portray life, right? Can we all agree to that? We show the world all these little bits of life. Well, if you're not living, you're going to run out. You can't. You can only learn so much in an acting class. You can only learn so much on a set. You know, if you're, and that's a problem of a lot of child actors. They act, and they're brilliant, but they've never had a relationship that fell apart and somebody cheated and then they went to China and were like, I'm just going to travel. Like, live your life. See the world. Another example, sorry that I'm like going off on one, but I think it's really important. A friend of mine, Jason Clark, who I just worked with on White House Down. He's going to be quite a big name soon. He's in this Catherine Bigelow film. And he said,
he's somebody that goes to Yemen, that hikes, that has been to all kinds of problem countries in the Middle East, motorcycle through Asia. He said he met with Catherine Bigelow, and that was part of the reason why she wanted him for this Middle Eastern thing, because he's lived it. You know, he had an opinion about it. We show the world our opinion. If you don't have one, if your only opinion is, well, school and what I've learned, that's going to get you far, but it'll stop because you run dry, you know? Make sense? Yeah, absolutely. So when you came to LA, you had, I don't know, some kinds of wrong offers? Like somebody comes up to you and says, hey, I'm a Greek chef, movie producer, I'll look at your career. I still have that. That never ends. Yeah, LA is does it. But how do you, know which one is meaning is true and which one is not? What she said, energy. It really is. I mean, again, also vielleicht bin ich dazu spirituell geworden. Eine Bauchreaktion. Und ich meine, mit der Zeit, man macht Fehler und man weiß einfach von dem, was sie sagen, irgendwann, okay, I know so and so, so I know you're full of shit. Or I know you, so I know you're right. But im Grunde genommen, vertraut eurem Bauchgefühl mit Leuten. Auch daher, man wird leichter getäuscht, wenn man desperate ist. Man will glauben, dass das ein Produzent ist, wenn man sagt, ich will unbedingt einen Film machen. Mhm. Wenn man sagt, hey, I got it. Wenn man sagt, ich habe viel zu tun, im Sinne von, nicht um sich wichtig zu machen, aber um zu sagen, mir gefällt mein Leben so, wie es ist. Das heißt, wenn ich jetzt mit dir arbeite, will ich, dass das noch besser wird. Ich will nicht mit dir arbeiten, wenn das Leben dadurch nicht besser wird. Dadurch hast du schon eine andere Position und diese Menschen wirklich, weil wann fragen wir Schauspielern schon mal einen Produzenten und Regisseur nach seinen Credits? Wir sagen immer, oh, Produzent, Regisseur, ja, ich mache alles. Und wir wissen überhaupt nicht, ob er es gemacht hat. Noch eine Sache, das kommt vielleicht später, aber in auditions, what you should do, really, if you really think of it, why not ask them why you should work with them? Why is it always us that have to go, yeah, I can act, and here's my resume, and I'm, you know, I look nice, and whatever. Why not go, so what was your last film? When they say, do you have any questions? I don't know if they do that here. Also in Amerika kommt man rein und das Erste, was sie sagen, ist irgendwelche Fragen. Meisten Schauspieler denken über das Material. Wenn ihr vorsprecht für eine TV-Serie, die euch 3 Jahre lang eures Lebens nehmen wird, fragt, okay, what's the tone of the show? What do you have in mind for my character? Who's going to direct it? Who is this director? If you have 20 credits and the director is a new guy, meet the guy. Don't just go, it's a movie, I'm gonna get it, you know. But be valuable, have your life be valuable enough to sort of go, is this worth my time? And it's very difficult when you don't have credits. Also ich muss sagen, es wird natürlich einfacher, wenn man gerade von einem großen Film runterkommt oder wenn man auf einer TV-Serie ist oder wie auch immer, diese Fragen zu stellen. Aber ihr habt das Recht, wenn ihr nett seid und wenn ihr freundlich seid, einfach zu sagen, hey, what do? You know? What are you gonna do? This is what I can do. You know, let's work together, not for them. Let's get together and make an amazing film. Or does that make sense? Yeah, absolutely. Yeah. Hi. Hi. I love your notepad. I just said I love your notepad. Ja, also mir ist aufgefallen, dass jeder... Bewusst oder unbewusst, jeder hat ja irgend so ein Ziel im Leben und jeder hat ja ein bestimmtes Leitfaden, wofür er kämpft. Das ist mir bei vor allen Dingen großen Schauspielern aufgefallen, weil die umso mehr dafür kämpfen. Also mein Leitfaden ist also dieses Vollkommene und dieses Aufgelöste. Also Zerstreuung. Und was ist dein Leitfaden? Also weißt du das? Also wie du an bestimmten Rollen rangehst oder was du im Leben so siehst? Weil es gibt auch immer so ein Thema. Robert De Niro zum Beispiel. Ist er das? Ja. Also sein Leitfaden ist zum Beispiel, wie nennt man das? Schuld und Sühne, also im Christlichen halt. So zum Beispiel. Was ist dein? Stellst du Fragen oder willst du bestimmtes mitteilen immer? Ja, mein Hauptangang ist immer Wahrheit. I'm a big and firm believer in truth. I'm very passionate about freedom and truth for everyone.
Like, I want to find an opportunity for myself and for everybody to be truthful. Whether I like the truth or not doesn't matter. And also that there is no ultimate truth. There's only many individual truths in each second of the day. Just because I am very truthful right now about something, I might say the opposite tomorrow, as long as it's true. So I think this is what I would fight for, or what I believe in, is to be truthful and free, and to be able to say, I stand behind that, I stand for that, you know? And I think you're right, I think it's very important, especially if you want the audience to follow you through a whole film and you're the guy or the girl, you better believe in something. You better believe in something that everybody hates than to sort of be careful. You know, there's a lot of actors that you see have very quick careers. They shoot up and they go down very fast because I think, and this is just my own personal analyzation of it, but I think it's because the audience sort of goes, I don't know what you stand for, you know? And that's why you see the stars play the same thing a lot, you know? Whatever Mel Gibson plays is always redemption, fighting for freedom, you know? Freedom, you know, Braveheart. The Patriot, you know? I mean, any movie he does, he's always about rescuing somebody and fighting for other people's, you know, freedom. And I think you should have something like that and explore it. And I think also it might change. The older you get, you know, let's say you have kids, you know, now it's intimacy and love, or but have something. Yeah, I think that's a really good point. Und noch eine Frage, die mir gerade im Kopf wie eignest du dir Wissen an? Also jeder hat ja auch irgend so ein Feld, wo der wieder, also so ein Ventil, also ein Schauspieler, dass man wieder wegdriftet vom Schauspiel und dann wieder ranzukommen. Also du hast das auch schön gesagt mit dem Leben, dass man dort auch Erfahrungen sammelt und reinbringt. Das zeigt mir, dass du Schauspiel nicht so sehr differenziert vom Leben siehst. Also was bei mir auch so ist. Und was mich halt interessiert ist, ich bin gern so jemand, dass ich auch vieles in meinen Kopf reinkriege, um halt wirklich mehr zu wachsen, um Sachen auch zu verstehen und vieles detailliert zu, also auszuarbeiten, was wieder zusammenzufügen, was für mich irgendwo Sinn macht. Also was ist es bei dir? Also für mich ist das eine ganz einfache Antwort. Das Leben an sich, also paying attention, you know, I think for your generation, I mean, how old is everybody-ish? Was ist zwischen 18 und 28. 28. 31. Ich denke, gerade für die jüngere Generation ist es, kann das eine sehr große Herausforderung heutzutage sein. Ich sehe gerade in LA auch, ich sehe zum Beispiel Pärchen auf dem ersten Date und beide sind am Facebook Status Update. You know, or you see kids 14, 15, 16, I mean, they live in a world of quick. So you'll go out and you sit with them and you say, did you see that guy? He was really upset, you know, and they go, what? You know, or they listen to you, but only to your voice, you know. They don't actually see what's going on in your face or what you're doing with your hand. So to answer your question is, it's by paying attention. If you learn a hobby, if you read a book, take your time and do that. If you meet your friend, listen to them. You know, really have an active interest in life. And therefore, yet again, it's easiest to do when you love something. It's easy to listen to somebody when you're like, I'm so in love with you. You know, like whatever you say is amazing. And you're like zoomed in on the people. So again, choose things that interest you, you know? Yes. Hi. Okay, ja, ich habe eine Frage, wie du anfangs deine Angst bekämpft hast. Also, weil du ja nach L.A. wolltest, es war dein Traum, weil ich bin da auch ein bisschen naiv mit, aber ich höre dann auch immer von den Deutschen, ja, nein, und das habe ich auch von der Schule gehört, aber ich dachte mir dann einfach, okay, ich versuche es einfach, weil am Ende, auch wenn man jetzt den Schulplatz oder den Job oder whatever auch nicht bekommt, kann man ja immerhin sagen, okay, ich habe es versucht. Und wie hast du da deine Angst bekämpft, dass du einfach nach L.A. bist? Und die haben dich ja bestimmt nicht alle jetzt so akzeptiert. Und du meinst ja auch, das war nicht so leicht. Das ist eine sehr gute Frage. Erstens hört das, wie gesagt, auch da nicht auf. Also wie gesagt, das wird dann nicht mehr Angst, dann wird es eher Zweifel. Irgendwann zum Beispiel gestern Abend, kommt so die Angst von wegen,
I'm never gonna get a job again, you know, oder was auch immer kommt. Aber ich denke, was dir helfen kann, ist, such dir ein Support System. It's the first thing when I teach a workshop or something that I say is, you have to create an environment that believes in you. Now, I was very lucky, I had my parents. So whenever somebody in school usually I was the dream dancer, literally. Traumtänzer, bla bla bla. Und, also es war alles gegen mich. Aber ich hatte das Glück, ich kam nach Hause und da war dann das System, was gesagt hat, super, was du machst. Wenn man das nicht hat, ich kenne viele Leute, die es nicht haben und trotzdem schaffen. Creative family. Create a family. And also, yes. Here's something that... Find people that say, oh yeah, great. Now, and also, let's say that you can't do that, because sometimes you're so deep in it, because of where you're born, where you go to school, that you don't have anyone. Now, if that's the case, change your own perspective on things. So for example, here's something that I love when people tell you, and this is something that happens in Germany a lot, statistics. So they say one out of a million actors, I don't know the exact number, but it is something like that. One out of, I think, maybe 500,000 becomes a millionaire actor star, right? So they'll go, so why would you do it? You know what I used to say? I was like, oh, okay. To me, that means there's only one person really trying. So I have no competition because I know I'm going to try. So to me, I was like, great statistics. I love them. So no competition. You know, it's Brad Pitt and me, you know, or whatever. or if you can't do that, you know, like, find ways to literally fool yourself. Because in all honesty, I really believe it's anyway just a perspective. It's just someone... Statistics are just a recollection of the past, yeah. Not the present, and not the future. Yeah. The statistics are only going to change if you don't pay attention to them. If a marathon runner or a sprinter for the Olympics would go by statistics and say, well, this is the record times, and this is the what's possible, he wouldn't beat it. He goes, well, this is the statistics, I'm going to create a new one, you know? So create statistics, create, bildet euch Sätze, die ihr euch sagt, die ihr wirklich dran glaubt. Sucht euch den Schauspieler, den ihr interviewen könnt oder so im Fernsehen, den ihr euch angucken könnt, der euch jeden Morgen wieder Mut gibt, weil er sagt, ja, so und so war's und es funktioniert. It's all possible and it's not a cheesy line. It really, really is all possible. It's all, and also the other thing is, it's all up to you. If something goes wrong, it is your fault. If something goes right, it is your fault. You know what I mean? I really... Some people hate that because when things are bad, they don't like to be blamed for it. They say, oh, it's the casting director and it's because of this and because of that. Well, guess what? If you know that it's your fault, you can fix it. You know? And that's what you do. You go back into this gym and you work on your right hook and your left hook. You go back into the fight. You get knocked out again. You go, okay, well, this worked and this worked. But then I got it right in the face, so maybe I should bring out my block, you know? So, create your own security system, your own blanket that you can wrap yourself into, you know? It's very important. Yeah. Wie war es denn dann auf einmal zum Beispiel mit Tom Cruise zu arbeiten für dich? Also Tom Cruise? Tom. Es war ein bisschen seltsam, weil es war halt ein heftiger Sprung für mich. Ich habe zwar vorher schon zwei TV-Serien gemacht, aber halt als Co-Star sehr kleine Rollen. Vier Sätze hier, zwei Sätze da. Und meine eigenen Filme. Aber dann auf einmal war halt mein erster Drehtag. Nee, mein erster Drehtag war mit Cameron, aber... Ja, genau, mit ihr. Aber genau dasselbe. Also der erste Drehtag war halt mit James Mangold, der jetzt gerade irgendwie einen Oscar gewonnen hatte. Und Riesenset und 110...